Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Crysis 3 Multiplayer. Wir spielen jetzt Hell's Kitchen auf dem ZA-Server. ZA ist ohne Regeln. Das heißt, wir nehmen auch mal die Rhino raus. Können wir uns ja mal leisten. Ein bisschen rumtrollen. Ja gut, das war jetzt nicht gut von mir. Aber, ja. Rhino Gameplay, Gunplay. Bisschen wollte ich euch zeigen. Ich wollte euch natürlich die Map Hell's Kitchen auch mal näher bringen. Hell's Kitchen ist natürlich eine ganz coole Map. Hier oben sind gute Sniper-Positionen. Dann sieht man hier hinten. Da geht von hier bis da. Ist mittig ein großes Schlachtfeld. Und dann gibt es auch noch. Du, ich habe eine Einladung durch Devotion. Ich gehe allerdings nicht an. Denn ich nehme jetzt ja eine Folge auf. Devotion? Ja, Devotion. Hier sind auch noch Sniper-Positionen, da kann man sich auch noch gut verstecken. Und die Hauptsache des Spiels findet hier im oberen Teil meistens statt. Hier hinten findet eigentlich gar nichts statt. Ja, meistens nichts. Das Interessanteste gibt es nur hier. Juhu, ich habe maximal Radar. Das Interessanteste findet hier oben statt. Ja, richtig. Und schon sind wir fast Serverbester. Nein, ach so, Serverbester nicht. Ich meine, der 2K-Punkt. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber gut, der spielt ja schon circa 2 Minuten länger als ich. Oder 1,5. Von da aus ist doch klar, dass er besser ist als ich. Mäßig. Also, was heißt klar, aber. Wäre schlimm, wenn ich ja der Beste schon wäre. Also, ich hätte nichts dagegen, aber. Das will mir zu denken geben, wie gut die Leute hier auf dem Server sind. Und das Besondere von mir ist auch, ich kann euch auch mal die Poll zeigen. Wenn ich jetzt mal die Zeit habe zu nehmen, reißen wir die Poll raus. Und dann zeige ich euch mal, was man mit der Poll machen kann. Man kann sie werfen und man kann damit schlagen. Ich werfe damit meistens. Das war jetzt sehr doof von mir. Das ist extrem kacke gewesen. Der hat einen Luftkick gemacht. Das regt doch einen auf. Vielleicht könnte ich mal was versuchen. Nee. Falsche Position, falscher Winkel. Ich wollte versuchen, das Auto hier rüber zu treten. Leider klappt das nicht hundertprozentig. Also es wollte nicht funktionieren. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. Hey. Da sieht ihr also eine Rhino. Kein Problem mit. Scheißdreck! Mitten in meine Fresse kommt ein Orbitalschlag von den Betty. Bad Boy Dennis 90 rein. Pack den scheiß Orbi mal weg, Junge. Bin ich down oder überlebe ich das? Wenn mich eine Stange rausreißt, sehen das natürlich die Feinde. Glück daneben. Besser. Und ich bin down? Wie bin ich denn jetzt down gegangen? Ich habe noch gar nichts gesehen. Da kommt er mit dem Predator-Bogen. Da freut er sich aber, der Dark Queen. Da freut er sich aber. Ja, puss die Auto-Armor. Ich hab ihn nicht an. Chill doch dein Leben. Auto-Armor ist auch nicht schlimm. Alter, und da bin ich down. Das glaubst du gar nicht. Da kam das Garab an. Nee, 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 nee. So, jetzt holen wir mal erstmal ein paar Kills, Leute, nicht wahr? Hier ist ein alter Bus, wie ihr sehen könnt. Hell's Kitchen war wohl gegen eine Straße in der New Yorker Innenstadt vielleicht? New York? Ja, es kann sein. Crysis 2 spielt zumindest in New York. Crysis 3 eingespielt. Also in welcher Umgebung weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das wurde auch gar nicht thematisiert. Auf jeden Fall gibt es doch Busse. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich und unmöglich in der Stadt. Ich weiß. Nein, unsere Pings sind alle so dermaßen beschissen, das glaubst du gar nicht. Was haben wir hier? Haben wir hier einen Panzer? Ja, ein Panzer ist das wahrscheinlich. Aber da fehlt das Oberteil. Also ein Panzer ohne Oberteil, ohne Kanonenrohr, ohne Zielrohr, sehr gut. Das ist ein Orbitalschlag-Bug gewesen wahrscheinlich. Es gibt also tausende von Bugs hier rum. Die Orbitalschläge sind verbuggt. Auf Skyline. Eine Stelle verbuggt, hat eine Granate oder mit der Jaw schießt.
dann explodiert sie an der unsichtbaren Wand oder kann man auch leicht down gehen. Also selber, weil man möchte durch die Tür schießen und dann geht man down. Gegebenenfalls zeige ich euch das mal in einer der nächsten Folgen. Wenn ich mal wieder Skyline spielen sollte. Ich versuche immer noch einen mit der Pole zu killen. Mit der Stange. Komme ich leider momentan einfach nicht zu, weil, jo, jetzt habe ich eigentlich Stangen killen. Im Endeffekt sieht man nicht viel. Man wirft die Stange, die fliegt durch die Luft, sie fliegt wieder zurück und der Gegner ist tot. Allerdings kriegt das einen voll auf, wenn man von der Stange getötet wird. Man muss halt mit der Stange kein Skill haben. Man nimmt eine Stange, nehmen und wirft sie einfach. Deswegen ist die Stange auch so eine Hass-Item. Also ich nenne es jetzt mal Item. Waffe. Aber es ist ja eine Art Item, weil man kann es aufsammeln. Überall liegt sie rum. Ein, damit habe ich einen Kill gemacht. Dann machen wir den Assist. Und ich gehe down. Warum gehe ich schon wieder down? Ne. Na gut, mein Team ist ja auch leicht schlechter. Ich bin ja echt einer der Besten in meinem Team noch. KD-technisch. Also das geht ja gar nicht, was mein Team hier abliefert. Also ich bin nicht der Einzige, der doof ist. Doof? Soll ich das mal doof nennen? Ja, nicht mehr doof. Und das ist der Incinerate. Damit kann man Gegner rösten. Warum röste ich den? Verdammt. Och, da pistelt er mir jetzt mit dem Hammer. Mein Gott, das gibt es doch gar nicht. Kann man aber nichts gegen tun. Das ist ein Kack. Der ist down. Oh, Stange. Das war knapp, Leute. Jetzt nehmen wir die Stange und werfen die durch die Gegend. Vielleicht. Warum denn mich kicken? Oh, ey. Ist doch erlaubt. Oder? Er will mich einen kleinen Loop kicken, weil ich die Reno benutze. Was für ein kleiner Spacken. Muss ich jetzt erstmal bauen gehen? Nein, eine gute Anzahl KD. Und ich bin down! Nein, ich war last kill. Warum, Gott, warum? Nein, Spaß. Das war eine Runde Gameplay auf Hell's Kitchen. Und ich bin der Rino-Runde. Also, ich mache jetzt nochmal einen richtig schönen Kill. Und ich habe eine Ankündigung zu machen. Ich werde die Folgen jetzt ein bisschen kürzer laufen lassen. Das heißt so 10 Minuten Let's Play, 15 Minuten Let's Play. Also immer eine Runde. Aus dem einfachen Grund, weil die Folgen doch recht groß werden zum Hochladen. Ich möchte die Qualität auch beibehalten. Der Bildqualität. Und deshalb mache ich die Folgen nicht ganz so lang. Trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, euer Hocker.